ist so richtig dick dahergekommen und ich habe schnell noch eine Entscheidung getroffen. Ich bin jetzt schon ein bisschen höher, bin gerade auf der Suche nach einem Zeltplatz. Ich habe schon so ungefähre Ideen, ich meine, alles in Gipfelnähe fällt heute sowieso weg. Dadurch, dass Gewitter angesagt ist, bleibe ich lieber tiefer. Vielleicht im Idealfall windgeschützt, aber das wird sich zeigen. Der Einheimische. Alles gut. Servus, alles gut. Schön. Ich befinde mich hier aktuell an der Grenze zu einem Bärenland. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, dass es Bären gibt. Und deshalb ist es immer ganz gut, wenn ich zwischendrin mal ein Video mache, weil die Bären sind ja sehr scheue Tiere. Und wenn die mich hören, dann hauen die schon ab. Im Gegensatz dazu, wenn ich die jetzt erschrecken würde, weil ich jetzt leise vor mich hinwandere, dann könnten die sich erschrecken und das wird dann eher zu einem Problem führen. So, ich bin jetzt hier oben auf diesem unbekannten, unbewanderten Gipfel. Heute ist es überhaupt keine Option, hier zu schlafen, wegen dem Gewitter. Aber wenn mal gutes Wetter ist, absolut gutes Plätzchen. Hier zum Beispiel könnte ich schlafen. Ich schaue mir jetzt da hinten das noch an. Steiler und etwas windiger. Es kommt. Ja, der Wind kommt jetzt langsam so richtig in Schwung. Ich werde jetzt aber trotzdem noch abwarten, weil ich würde gerne, wenn möglich, hier übernachten. Wenn ich aber merke, ich werde auch noch mal das Wetter checken, wenn ich aber merke, da kommt wirklich was richtig, richtig Wildes daher, dann werde ich da absteigen, das ist 5 Minuten und dann bin ich in so einer Mulde drin und dann bin ich safe, dann kann ich ruhig und beruhigt schlafen. Aber wie gesagt, wenn sich das anders entwickeln sollte, dann würde ich gerne hier mit Ausblick schlafen. Es ist jetzt ungefähr 18 Uhr. Ich bin jetzt allein hier und man spürt das auch. Es ist das ganz Besondere und das ganz Schöne daran. Ich werde jetzt meinen Rucksack hier lassen. Und dann werde ich noch einen Gipfel machen, wenn ich schon mal da bin. Da vorne sieht man das Gipfelkreuz. Schönes Plätzchen. Aber jetzt geht es wieder retour und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ich habe Hunger. Ich glaube, das hier ist aktuell der leichteste Gaskocher, den es überhaupt gibt. Nudeln mit vegetarischer Bolognese. Gut umrühren, ganz wichtig, speziell in den Ecken. 10 Minuten ziehen lassen. Das ist übrigens mein Zelt heute.
Ich bin stark am Überlegen, hier mein Lager aufzubauen. Weil hier wäre dann natürlich coole Aussicht nachts. Das ist nicht der höchste Gipfel, das ist ein kleiner Vorgipfel. Da ist was noch höhere Gipfel. Ja. Mal Test liegen. Jetzt vom ersten Eindruck her, ich meine, ich muss das noch ein bisschen abspannen und so weiter. Ich muss das noch ordentlich abspannen. Das muss ich mir noch anschauen. Aber jetzt geht es mal um die Liegefläche. Ja, es ist eigentlich, ganz gut erwischt. Das sollte genau die Mitte sein. Gut, dann werde ich jetzt mal schauen, wie ich das noch besser abspannen kann. Ja, schon besser. Okay, ich bin positiv überrascht von diesem Zelt. Ein-Mann-Zelt, ultraleicht, mit einem Wanderstock aufgebaut. Ich habe hier noch zusätzliche Möglichkeiten, das abzuspannen. Das werde ich auch machen. Sonnenuntergang haben wir da. Könnte interessant werden. Noch sitze ich im Trockenen. Und wie ihr gesehen habt, jetzt zeige ich das auch kurz, mein Zelt steht da drüben. Ich hoffe, das sieht man. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eben auf diesem kleinen Vorgipfel zu übernachten. Ja, und ich werde jetzt hier den Sonnenuntergang noch ein bisschen genießen. Und dann werde ich den Wind genießen und die Ruhe vor dem Sturm. Also überall um mich herum ist es schon relativ wild und ich hoffe, dass bis es zu mir kommt, dass sich schon das meiste dann entladen hat und ja, und dann ein bisschen Regen kommt und das war's dann. Falls mehr kommt, ja gut, dann werdet ihr wahrscheinlich noch, wirst du wahrscheinlich nochmal von mir hören. Und ich zeige euch jetzt, was im Anmarsch ist. Jetzt noch mal eine Wendung im Plot, und zwar ist jetzt oben ist so richtig dick dahergekommen und ich habe schnell noch eine Entscheidung getroffen, und zwar habe ich mich entschieden, noch mal runter zu gehen und lieber doch auf Nummer sicher gehen. Deswegen habe ich das Zelt jetzt hier aufgebaut, steht schon um circa 11 Uhr, kommt es noch mal richtig dick, und jetzt werde ich noch schauen, vielleicht kann ich den einen oder anderen Blitz einfangen und dann könnt ihr sehen, was hier los ist. Morgen. Schönes Vogelkonzert heute für mich zum Aufwachen. So, guten Morgen nochmal. Den Sonnenaufgang habt ihr ja gerade schon miterleben dürfen. Mit Milchschaum. Ja, hier hatte ich das Zelt stehen. Ich habe es ja dann abgebrochen. Ich war dann auch sehr froh drüber, weil es dann doch ziemlich rund gegangen ist. Es war auch sehr lehrreich, muss ich sagen. Also es war genau da oben, ich stand da oben und dann ist diese Gewitterfront herangerollt. Und das ist dann schon relativ beeindruckend und mächtig, wenn das so auf einen zukommt und man das so richtig spürt und auch sieht, weil natürlich sieht man die ganzen Blitze schon. Da habe ich nochmal kurzfristig dann etwas Schiss bekommen, ja, da habe ich... Ja, auf mein Gefühl gehört dann auch wieder und gesagt, Abbruch, jetzt pack dein Zeug schnell zusammen, geh die paar hundert Meter runter, bau da wieder auf und dann kannst du gemütlich schlafen. Genauso war es dann im Endeffekt auch. Es ist dann doch ein bisschen intensiver ausgefallen, als ich gedacht habe. Und wer schon mal in einem Gewitter war, der weiß, das ist kein Spaß. Ja, lesson learned.
wenn es richtig schüttet und der Regen auf das Zelt prasselt, ja, dann ist man so richtig schön eingehüllt von dem Wetter und dann blitzt es hin und wieder und man spürt das auch ein bisschen. Das ist einfach ein tolles Erlebnis. So, ich habe jetzt alles mitgenommen. Leave no trace. Ich werde jetzt langsam runterspazieren und mir ein wundervolles Frühstück genehmigen. Schön, dass du dabei warst. Hat mich gefreut. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald.